Die Kunden von Vittoria Vita kommen aus verschiedenen Ländern in die Ukraine. Einige von ihnen verbringen 2 bis 3 Stunden im Flugzeug, andere 8 bis 10. Wenn die Zeit kommt, nach Hause zurückzukehren, aber bereits mit dem Baby, haben viele Angst. Wie soll man mit dem Baby fliegen? Machen wir alles klar. Ich habe sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Ich fange mit den guten an. Der Flug ist normalerweise mit Babys unter 6 Monaten einfacher als mit Babys von 1 bis 3 Jahren. Es ist möglich, dass das Baby die ganze Flugzeit schläft. Die schlechten Nachrichten? Es gibt die Situation, wenn man mit dem Baby nicht fliegen sollte. Das sind die ersten 2 Lebenswochen und die Zeiträume, wenn das Baby krank ist. Auch eine leichtgradig akute virale Atemwegsinfektion kann nach dem Flug zur Ohrenentzündung führen. Besprechen wir jetzt die Flugregeln. Reden wir über die Unterlagen, die Vorbereitung auf dem Flug und das Verhalten im Flugzeug. Das Erste, die Unterlagen. Um mit dem Kind aus dem Land zu fliegen, sollen die Eltern einen Satz von Dokumenten vorbereiten. Die Details können sich je nach dem Land unterscheiden. In der Regel braucht man eine Geburtsurkunde, einen Reisepass und ein Visum. Das Zweite, die Vorbereitung. Im Flugzeug kann man das Baby auf den Arm halten oder einen separaten Sitzplatz für es buchen. Unsere Kunden nutzen in der Regel ein Tragetuch. So kann das Baby die Wärme der Eltern spüren, hat keinen Stress und schläft ruhig. Die einzige Einschränkung? Man soll die Babys auch anschnallen. Und manchmal kann es sie beunruhigen. Die Eltern bekommen einen zusätzlichen Schnallgurt, der an ihren geschnallt wird. Um ein unabhängiger Passagier zu sein, benötigt das Baby einen Kindersitz. Er ist fast der gleiche wie im Auto. Er soll bei der Fluggesellschaft im Voraus gebucht werden. Man kann auch eine Wiege buchen, die auf dem Sitz vor ihnen montiert wird. Nicht alle Fluggesellschaften bieten solche Dienstleistungen an. Man soll aber versuchen. Rufen Sie einfach das Supportteam Ihrer Fluggesellschaft an und man erzählt Ihnen alles. Bereiten Sie vor dem Flug eine Babytasche mit den nötigsten Sachen vor. Für die Kunden von Vittoria Vita empfehlen wir in der Regel Folgendes bei sich zu haben. Kleidung zum Wechseln, einige Windeln, eine Decke, einige Wegwerfwindeln, eine Milchmischung, ein Schnuller, eine Rassel und salzhaltige und gefäßverengende Tropfen. Einige Feuchttücher und nun unmittelbar über das Verhalten im Flug. Bei dem Start und der Landung kann das Baby Druck auf den Ohren haben. Aber wenn das Kind saugt, passiert dies nicht. Also geben Sie ihm einen Schnuller oder Wasser aus der Flasche. Übrigens können Sie eine kleine Thermoskanne mit Wasser für das Baby ins Flugzeug mitnehmen. Es ist erlaubt. Um den Druck zu vermindern, sollten Sie Nasentropfen verwenden. Es ist besser, kurzwirkende Medikamente zu wählen. Bestimmte Namen teilt Ihnen der Kinderarzt von Vittoria Vita im Voraus. Erinnern Sie sich daran, dass die Luft im Flugzeug trocken ist. Wenn der Flug lang ist, sprühen Sie ein mildes Salzspray auf die Nase des Babys. Ein anderes Thema sind Windeln. Sie sollten natürlich nicht den ganzen Rucksack davon mitnehmen. Im Durchschnitt soll die Windel alle 3 Stunden gewechselt werden. Nehmen wir an, der Flug dauert 4 Stunden. Darüber hinaus verbringen Sie etwa 2 Stunden vor Abflug am Flughafen und beispielsweise eine weitere Stunde bei Ankunft am Flughafen. Insgesamt 7 Stunden. Wir nehmen 3 Windeln und dazu noch eine oder 2 auf Reserve. Sie können Windeln in WCs wechseln. Einige von Ihnen haben Wickeltische. Es ist besser, Windeln zu zweit zu wechseln. Einer bedeckt den Tisch mit einer Windel, hält eine Schminktasche und schmutzige Wäsche und der andere zieht das Baby an. Die Toiletten des Flugzeugs sind normalerweise sehr eng. Seien Sie dazu bereit, die Kleidung Ihres Kindes direkt auf Ihren Sitzen zu wechseln. Sie können sich hinter einer Windel verstecken, um niemanden zu stören. Während des Fluges können Sie den Sitz mit dem Kind mit einem Schal oder Kopftuch vor der Kabine trennen, damit das Kind keinen störenden Lichtblitz bemerkt. Verwenden Sie eine leise Rassel, um das Baby zu beruhigen. Alle Kindersachen passen in einen kleinen Rucksack oder eine Tasche. Er ist ziemlich leicht. Es gibt sogar ein wenig Platz übrig. Im Allgemeinen ist ein perfekter Flug, wenn das Kind am Anfang einschläft und nach der Landung aufwacht. Es ist gut, wenn Sie den Flug an die Schlafzeit des Babys anpassen können.
Lassen Sie das Kind in den letzten Stunden vor dem Abflug müde werden. Spielen Sie und sprechen Sie mit ihm. Sie sollen aber dazu bereit sein, dass das Baby während des Fluges schreit und weint. Machen Sie sich keine Sorgen. Haben Sie sich in der Gewalt und entschuldigen Sie sich bei den Nachbarn. Wahrscheinlich haben Sie auch Kinder und verstehen Sie. Die Hauptsache ist, nicht nervös zu sein, denn Ihre Stimmung überträgt sich auf Ihr Kind. Hoffentlich helfen diese Tipps Ihnen bei der Vorbereitung. Erinnern Sie sich noch an Folgendes. Die Schwierigkeiten, die während des Fluges entstehen, lassen sich nicht mit der Freude vergleichen, die Sie empfinden, wenn Sie mit dem Baby nach Hause zurückkehren. Viel Glück!